Hallo, willkommen zu einer neuen Live-Runde. Wir starten mal direkt in die Action. Heute wieder der Plan, dieser Strategie zu machen. Testudo können wir es meinetwegen nennen, wo ich alles in die Mitte packe und dann kann man halt, ne, Schilde drauf packen, sei es durch einen Hacker, durch einen Fortress oder ein gekauftes. Auf jeden Fall die kompakte Bauweise. Ich denke immer noch, dass sie mit sehr großen Risiken verbunden ist. Auf der anderen Seite ist das irgendwie alles, ne? Also alles kann irgendwie gekontert werden und hat damit ein Risiko. Der Vorteil auf jeden Fall der kompakten Bauweise ist, dass man die Feuerkraft immer sofort auf einer Seite hat. Also, ups, da ist nicht gut genug. Also die Feuerkraft ist halt, da kommt ein Gegner, alle schießen drauf. Ja, wenn er gleichmäßig aufteilt, dann ist das halt nicht der Fall. Nachteil ist halt, dass alles quasi frei ist, ne? Links, rechts und so Flanke, dass man mit Flächenschaden in der Mitte extrem viel Schaden machen kann. Ne? Meinetwegen Rhino und Selbstzerstörung rein, Atri draufhalten, Overlord, was auch immer. Also, damit er der andere Vorteil, man kann ein Schild halt draufsetzen, ne? Das deckt dann mehr ab, alle gleichzeitig und und. Also, man kann das so lange führen, wie man will. Vielleicht ist es gar nicht gut oder schlecht, sondern einfach nur was anderes. Aber anders heißt auch, dass ihr mehr Optionen habt. Also im Sinne von, ihr könnt euch für die Testudo-Strategie entscheiden oder dagegen, je nachdem, wie die Situation ist. Ah, da gibt es auch 600.000 Punkte. Und das ist immer gut, so viele Mittel wie möglich zu kennen und dann kann man eben das richtige Werkzeug nehmen, wenn man Probleme lösen möchte. Aber wir machen jetzt einfach das Werkzeug unabhängig von irgendwas. Wir machen es einfach, um es zu testen, weil sonst weiß man nicht, wofür es gut ist. Ja, also man kann schon keine schnellen Einheiten nehmen. Das ist schon eine Situationsbedingung. Ja, also Marksman Mustang wäre, glaube ich, kein guter Mix. Fang Sledgehammer, das deckt einfach alles ab. Das wäre ganz okay, vermute ich mal. Arclight Stormcaller ist auch ganz gut. Machen wir das mal. Da ist das Kleinvieh. Braucht man noch Anti-Air dazu? Ja, bei denen würde ich jetzt einfach Marksmänner dazu packen. Du. 400, ne? Also bei denen werde ich wahrscheinlich immer Range gebrauchen können, irgendwann ausgeben. Und da würde ich jetzt hier auch Range ausgeben, dass das Kleinvieh ganz schnell weggeht. Und dann einen Marksman dazu. Ein bisschen weiter auseinander dürfen die dann schon stehen. Ja, er muss dann eigentlich auch da schießen. Er bleibt ja dann früher stehen, dann tanken die das immer noch für ihn. Das passt schon. Ja, jetzt splitten die. Also nicht richtig, aber dann geht so ein bisschen in die Breite. Was für eine potenzielle Schildanwendung nicht ganz das Geilste der Welt ist. Vielleicht muss ich ihn doch minimal nach hinten setzen in Zukunft. Jetzt hier glaube ich nicht das größte Problem, aber ich will, dass wir die Dinger schießen, dass sie erst auf sowas schießen oder auf sowas schießen und nicht auf ihn. Aber hätte der jetzt zuletzt überlebt, hätte die jetzt alle abgeknallt. Also die Positionierung von dem zu weit vorne, also auf gleicher Linie, war zu weit vorne, hat mich jetzt die Runde gekostet. Das wäre jetzt glaube ich übertrieben, oder? Das kostet ja auch am Schluss 50 Punkte. Und ein besseres Schild ist glaube ich sehr gut auf diesen Ansatz hier. Das planschen wir schon mal dahin. Und ansonsten geht es weiter in der Anti-Luftwaffe-Strategie. Kleinvieh wird hier weggeräumt, also ich brauche nicht noch mehr von denen. Ich denke mal, die haben auch ganz gut performt, ne? 39 Kills, 32 Kills, 13, aber nichts mehr über. Also, wenn er jetzt Runden gewinnen will, kann er einfach Flanken hinsetzen. Macht er auch. Ich persönlich bin der Meinung, dass sich eine frühe Flanke eigentlich so gut wie nie lohnt, ne? Er hat es mit dem Item gemacht, das hätte er auch mit dem Jumper machen können. Hat er nicht drin? Doch, da. Das kann er gern machen. Das Item hat ihm halt jetzt nicht geholfen. Das Item kostet eigentlich genauso viel, als wenn er einen Jump angeklickt hätte. Er hat für das Item 50 Geld aufgegeben und das hätte 50 Geld gekostet, hätte aber alle jumpen können. Da kostet allerdings die nächste Fähigkeit auch 200. Das heißt, wenn er vorher zwei Fähigkeiten auszugeben, hat es sich wieder gelohnt. Aber in der Regel sind diese Flanken zu früh. Ne? Also ich bin da kein großer Freund von. Weil was gewinnt er denn jetzt, wenn er diese Runde gewinnt? Ne? Würde ich die Frage stellen. Und 50 Punkte zum Teufel. Der Güter. Neue Animation.
Mach mal schnell tot den Haufen. Er hat zwei gehabt, der Crawler. Hat er gekauft. In den Seiten. Halte ich persönlich auch für völlig übertrieben, Level 2 für die Flanken zu kaufen. Ja, klar, ein Headquarter gesniped, also die Runde wird nicht so gut. Aber hätte die auch so geworden, glaube ich, weil die Level 2 wohl nicht gekontert worden. Obwohl, das lag wahrscheinlich wirklich am Headquarter. Also vielleicht muss das wirklich machen, die Flanke, sonst hätte es nicht geklappt. Die hätten die schon weggesniped, glaube ich. Na, ja, Ranger, die lohnt sich, glaube ich, nicht, oder? Dann kommen die auch nur bis da oben oder sowas. Das sehe ich nicht, das muss an. Also eine in der Mitte gleich stellen mit einem Schutzschild, das könnte nice werden. Aber wen wollt ihr da hinstellen und wann wollt ihr das machen? Ne? Das ist dann immer die Frage. Wäre aber langfristig schon eine nette Option. Naja. So, die werden jetzt wahrscheinlich jumpen hier und irgendwas, ne? Keine Frage. Und die kleinen Crawler können auch in die Seite kommen. Also ich müsste eigentlich Luftabwehr für sowas haben, dann wäre das optimal jetzt, um die Seite zu stellen. Oder zumindest wäre das gut. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Ihr wisst ja nicht, was jetzt an der Seite erscheint vom Gegner. Ja, und jetzt die Flanke halt auf, ne? Jede Runde die Flanke aufgeben ist jetzt auch nicht so geil. Also ich kann natürlich die Marksmänner jetzt hier aufstellen, die snipen das dann weg, aber dann stehen sie ganz drüben und dann kommen die Crawler da drauf. Also das klappt vorne und hinten nicht. Das ist jetzt eine sehr ungesunde Geschichte mit der Flanke tatsächlich, weil ich halt in der Mitte stehe, ist dieser Angriffspunkt. Also eins, was alles kontert, wäre halt der Mustang. Wenn nicht mehr davon kommt, da unten. Und Sekunden habe ich noch. Genau, der sorgt dann für Ruhe. Jede Runde ein 100er Schild will ich eigentlich nicht aufbrauchen. Und das muss ich nachher dann kaufen. Er ist weggejumpt, weil keine Überraschung. Sagen wir mal so, die Dinger sind ja eh für die Flanke notwendig gewesen, von daher, ne. Der hat halt drei Flanken gemacht, eins, zwei und dann drei. Und entsprechend habe ich dann mit zwei Einheiten das gekontert. Aber das war jetzt, glaube ich, nicht so verkehrt. Ich brauche die, wie gesagt, eh. Wäre aber auch schön, wenn die in die Richtung schießen würden. Und dass er jetzt Level 3 ist und dass die nach rechts statt nach links geschossen haben, war jetzt nicht so geil. Ja, der Level ist zu hoch. Das ist ungesund. Das ist ungesund gewesen. Die Boys sind auch dabei. Ich habe also gerade ein bisschen das Initiativproblem. Halt einer der größten Nachteile dieser Strategie. Und jetzt kommt der nächste, der Ion Blast. Also das läuft gerade richtig gut. Na, mal gucken. Irgendwie kriegen wir das schon hin. So, da waren die Steelballs in der Mitte, das heißt, wir bräuchten jetzt Marksmänner da. Aber ich kann jetzt auch einfach das Schutzschild ausgeben und dann haben wir auch einen Marksman. Also vielleicht wäre sogar hier der Melting Point gar nicht verkehrt für diese Aufgabe, weil der halt auch die Luftwaffe nachher bekämpft. Hätte Schild mir eigentlich sparen können. Doppelschild ist auch nicht verkehrt, aber hätte man sich wahrscheinlich sparen können. Und für die Seiten holen wir jetzt nochmal hier ein paar Freunde. Was macht mehr Sinn, die so aufzustellen? So. Das müsste jetzt passen. Naja, der fräst sich da jetzt durch. Mit zwei Schilden hält es vielleicht sogar lang genug. Der nächste Nachteil dieser Strategie, ne? Flank ist die eine. Und der andere ist halt, dass dieser Laserstrahl oder auch der Dings da, der Javelin, alles töten kann. Atome tötet natürlich auch alles, wenn das Schild vorher kaputt geht. Also es hat doch eine ganze Menge Probleme. So, vorne brauchen wir vielleicht nochmal kleinere Tanks. Nicht ganz so schlimm, aber wenn ich vorne eine Reihe Fangs hinstelle, wäre das, glaube ich, auch noch hilfreich. Adrien Nutzen geht gegen 0, oder? 21k, noch nicht. Und wieder gesniped. Das könnte aber jetzt passen, der ist ja tanky. Nur wie das Headquarter gestorben ist. Ich habe jetzt nicht 100% gesehen, wieso die das nicht geschafft haben, die Crawler zu töten. Eigentlich sind die Arklets ganz gut dafür. Das ist auch nur eine Frage des Levels an der Stelle. Zack. Und der erste Sieg. Flanken sind also gesichert. Headquarter mal zur Abwechslung sichern. Und jede Runde ein Schild sparen. Vielleicht kommen wir langsam zurück. Tankproduktion. Ich bin ja relativ weit hinten. Da könnte sich das lohnen. Das wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Da können wir diese dummen Viecher besser abknallen.
Lightning Storm, das ist auch eine Lösung. Ah, der hat Fangs dahin gebaut. Ich will eigentlich die Panzer herstellen, aber wenn der jetzt Fangs spammt, ne? Also er hat ja nur kleine Viecher gespammt, dann lohnt sich, glaube ich, schon hier mal eine Runde das auszugeben. Da reinstellen. Jeder darf mitballern. Passt. Ja, wie gesagt, mit dem Item, da muss ich nächste Runde nochmal einen dicken holen. Aber das ist halt ein zu geiles Item für eine langsame Stellung, als darauf zu verzichten. Zumal die Panzer eben auch die kleinen Viecher alle töten. Jetzt holt er Schilde, die in jeder Runde was kosten, meine dann umsonst. Das wird immer ein Tick besser. Okay, der Rest haben wir die nächste Baustelle. Ich glaube, jetzt könnte auch der Schaden 200% sich lohnen. Wir haben im letzten Mal ja gesehen, dass die auch Steel Balls kaputt machen. Dann sind die auch dann schon gut angeschlagen. Oder ich mache das mit dem Giant, löse ich das. Ja, also man sieht schon der Level-Vorteil, dass ich die ersten Runden abgegeben habe. Das Problem, ne? Also jetzt von den Crawlern der Level-Vorteil. In dem laufe ich jetzt doch sehr stark hinterher. Initiative abgeben ist halt wirklich fies. Na, man muss nicht unbedingt in 10 und 15 oder gar 20 Runden planen. Manche Leute haben ja sehr epische Pläne. Man muss wirklich planen in absehbarer Zeit. Jetzt muss ich trotzdem das hier machen, damit ich diese Punkte nochmal gut aufholen kann vom Einkommen. So, einfach die Dinger schneller wegsnipen. Was jetzt ist bei dem lohnt, es gibt ja keine großen Targets. Okay, das Kugelproblem recht zu lösen. Und ihr seht ja schon, jetzt gehe ich von der Mitte mehr und mehr weg, weil der halt auch sehr starke Flanken hat, ne? Das ist halt sehr unangenehm, aber ich sehe jetzt auch nicht so viele Optionen dazu. So, ansonsten, bevor ich die Knete habe, links nochmal Marksman dazu. Ja. Also der Plan war eigentlich was anderes, aber so ist das halt manchmal. Muss gerne mal verstärken da. Vielleicht bringe ich gleich auch einfach Feuerartillerie raus. Kaboom. Naja, die fehlende Initiative, die ich hatte, man sieht ja, der hat alles aufgelevelt, alles, die ganze Armee. Die ist ein gigantisches Problem. Und aus dem Overlord kriege ich, aus dem Melting Point kriege ich eigentlich gar nichts raus. Da habe ich ein sehr teures Schild gekauft. Ja, zumindest sind die Flanken langsam sicher, ne? Er fräst die nur durch Center ein bisschen durch. Also mal sehen. Wenn ich die Runde jetzt überlebe, vielleicht habe ich nächste Runde einfach genug Stellung überall, aber dann sind wir trotzdem in einer Linie langsam. Also nicht das, was ich spielen wollte. Jetzt wieder einfach von selber aufgelöst, die Strategie. Heißt aber auch irgendwo, dass der Gegner versucht hat, mit Biegen und Brechen die aufzubrechen, dass man mit da steht, ne? Eben mit Flanken, also das auch als Gefahr dann gesehen hat wohl. Aber ich denke, die Over, die Melting Points, das müsste ich mir 10-mal überlegen, ob ich das machen will. Habe ich vergessen, das Item zu vergeben? Nee. Gar nicht gesehen, die Panzer gerade. Trotzdem, Atombombe ist jetzt raus von ihm. Das ist ja schon mal nicht unbedingt angenehm. Und alle Probleme werden langsam schnell gelöst. Ja, jetzt machen wir hier 200% für die und machen da weiter. Er hat sich einen Heal gegönnt da oben. Für die Kugeln. Will ich wirklich ein EMS dafür ausgeben? Ich kann ja preisenweiten EMS machen. Die Kugeln tauchen immer hier überall auf und dann ist gut, wenn der Heal vielleicht mal kurz von den Snipern ausgemacht wird, obwohl der echt nicht so stark ist. Aber die haben schon so hohen Level, dass der klappen kann. Also ich mache für die mal EMS, damit es preiswerter ist und für die mache ich mal hier Schaden. Und sonst packen wir einfach noch einen dahin, mal gucken. Der will wahrscheinlich nachher auch Raketen abfangen. Wir machen nochmal die kleinen Dinger dabei. Den können wir erhöhen. Schild gegen Satellitenangriff.
Du die Crawler weiter verbessert, okay. Na gut, also die Arklays sollten noch langsam mal anfangen, die zu töten. Hier bräuchte die Fünferstrahl eventuell mal sehen. Ja, die aufgelevelten Crawler sind schon ein Problem. Oder ein kleines Problem, gibt sicher größere. Hier wäre eine Feuerandre vielleicht auch nicht so schlecht, aber auch nicht das absolute Muss. Ja, aber ich scheine das jetzt langsam im Griff zu haben, wie man sieht. Also je weiter ich weggehe bin von der kompakten Bauweise in der Mitte, desto eher habe ich die Runde, glaube ich, gedreht, Runde für Runde. Spricht jetzt erstmal nicht für die Strategie, ne? Egal, müssen wir einfach weiter testen, man weiß es nicht. Parasitik lohnt sich bei dem, glaube ich, nicht. Die werden dann sofort getötet. Nochmal die Panzermassenproduktion. Das wird natürlich eine schöne Tanklinie, ne? Hab ja, glaube ich, Flugabwehr. Genau, dann geben wir die. Zack, zack. Eine Reihe von denen aus. Die stellen sich dann einfach davor und fangen alle Schüsse ab. Auch hier jetzt endlich mal eine kleine Reihe davor stellen. Ja, mit mehr Schaden brauchen wir nicht ohne Artillerie. Bei den Kleinen ist es ganz gut, um die Crawler, glaube ich, zu töten, aber bei den anderen brauchen wir es nicht. So, nochmal ein Schild da vorne hinpacken. Geht mal langsam die Knete aus. Eigene Crawler Summoning machen. Oder den Fünferstrahl halt. Alles wegpflücken gleichzeitig, weil nur große Targets da sind. Reichweite ist ja egal. Kann sich, glaube ich, sehr stark lohnen. Schauen wir das noch an. Speed? Na, sehe ich jetzt nicht, dass ich das unbedingt brauche. Jetzt kommt nochmal dieser große Laserstrahl. Hat sich dann links ausgerichtet. Wieder Level 2 geholt. Ist möglich, dass der Elite hat, der Gegner. Die ganze Zeit nicht drauf geguckt, ja. Deswegen hat er alles gelevelt geholt. Hätte ich drauf gucken müssen. Ich bin halt so ablenkt mit der neuen Strategie, dass ich eigentlich viel zu wenig Sachen mir anschaue, die ich angucken müsste. So ist das manchmal. Das Headquarter, nicht das Headquarter. Bam bam, bye bye. Ach, 70k. Ja. Also ich würde an der Stelle nur schwer sagen können, ob das jetzt hier funktioniert hat mit dem Center. Für mich hat es so ausgesehen, als ich im Center massiv in die Seiten gegangen bin, da ich das mehr und mehr gewonnen habe. Das wäre so meine Interpretation gewesen. Und man muss es einfach sagen, ich habe es jetzt erst gesehen, der Gegner ist Elite gegangen. Ich erwarte gegen Elite fast immer zu gewinnen, unabhängig von der Aufstellung. Also und da sind das zwei Punkte, die eigentlich gegen die Strategie jetzt hier sprechen. Auf der anderen Seite war das auch ein Top-Spieler, der weiß sicher, was er macht. Und mir wurde ja gesagt, dass Elite OP ist, obwohl ich das immer noch nicht begreife und nicht sehe. Also trotzdem, ne? Top-Spieler besiegt damit. Also nicht ganz eindeutig, ob das jetzt gut oder schlecht war, die Strategie. Ich würde sagen, alles sprach dagegen, bis auf den Fakt, dass es eben Top-Spieler war und Elite gut sein soll. Und beides muss eigentlich nichts bedeuten, weil das eine nicht belegt ist und das andere, er kann ja auch was ausprobiert haben sein kann. Wir machen einfach noch eine Reihe von Spielen. Sekunde. Okay, kann weitergehen. Ja, aber man hat schon gesehen, also die große Gefahr dieser Strategie ist halt einfach, dass man easy peasy geflankt wird. Bedenkt, dass das ein Elite-Spieler war, der mich geflankt hat, ja. Also, das zeigt ja, wie schlimm das ist. Ihr werdet von Elite normalerweise nicht geflankt, Eliten werden von euch geflankt. Von daher ist das schon eine sehr, sehr starke Schwäche dieser Strategie. Und ich habe dadurch ja die Initiative abgegeben und den ganzen Spiel hinterhergelaufen eine Zeit lang. Auf der anderen Seite war ja ein Großteil der Flanken, also nicht nur die Flanke in der Flanke war, sondern die seitlichen Crawler, die als Flanke auch zählen, waren die ja durch den Level 2. Ne? Das gibt nicht jeder so früh aus, den Level 2. Das kostet ja nämlich normal Geld, wenn man nicht Elite ist. Also von daher, alles tricky hier. Am Schluss ist es wahrscheinlich wieder, läuft es einfach darauf hinaus. Nichts ist OP, alles kann gekontert werden. Aber wenn man sich trotzdem mal die Faktoren immer wieder anguckt, die dazu geführt haben, dann kann man besser die Situation erkennen, wann man was spielen möchte. Go, go. Oh, Bugs Bunny spielt. Bugs Bunny spielt.
Ich denke echt, das wäre super, wenn sie die Punkte nicht anzeigen würden beim Matchen, wie andere im Forum schreiben. Weil dann würde man wirklich jedes Spiel so machen, als ob der Gegner halt bestmöglich ist, ne? Aber wenn ihr jetzt jemanden spielt, der irgendwie keinen Bruchteil eurer Punkte hat, dann habt ihr natürlich keine Lust darauf. Und wenn er zu viele Punkte hat, habt ihr vielleicht auch zu viel Angst und seid eingeschüchtert. Das kann ebenfalls sein. Also besser wäre es wirklich, ohne Beurteilung den Gegner in Angriff zu nehmen, sein Bestes immer zu geben. Aber das System verhindert das faktisch. So, das ist der Kamerad von gerade. Der hat aber abgelehnt, der will nicht nochmal gegen mich spielen. Aber da muss man sagen, der kann jetzt nicht sagen, ich wäre ihm zu schlecht, ja? Ich habe ungefähr seine Punkte und habe ihm gerade auf die Nase gegeben oder Trollstrategie. Also der hat einfach nur Angst zu verlieren, ja? Der lehnt mich jetzt nonstop ab. Also da muss man jetzt, ja, das finde ich schon fragwürdig. Also ich bin jetzt schon seit Ewigkeiten am Suchen gefühlt. Also was auch helfen würde, ist einfach, dass das halt, ne, für jedes Spiel, was ihr gewinnt, wenn ihr einfach ein bisschen Elo bekommt. Damit er, ne, also dann habt ihr diese Motivation, das habe ich halt schon öfter von Leuten noch gehört. Es ist halt einfach, wenn jeder Sieg etwas bringt, ich meine, es bringt ja hier theoretisch auch Punkte, wenn er gegen Anfänger spielt, aber halt so wenig, dass es gar keine Bedeutung hat. Und ihr könnt sogar Punkte verlieren, auch wenn keiner weiß, wie das funktioniert genau. Aber ne, wenn es so ein normales Elo-System wäre und es oder sowas wie ein Win-Ratio gäbe, so sehr da eine kleine Belohnung für bekommt und auch in der Liga aufsteigen können, sozusagen, ja. Dann könnte man sich auch dafür motivieren. Aber ich glaube, einfach die ganzen Statistiken ausblenden vor jedem Spiel wäre die allerbeste Lösung. Weil die Leute regen sich halt darüber auf und ich finde es auch anstrengend, aber es ist halt, wie das System aufgebaut ist, ne? Ja, mal wieder das hier. Diesmal mit Luftwaffe leider als Support. Gegner hat eine größere Armee. Da kommt jetzt wahrscheinlich ein Rhino mir entgegengelaufen. Das, Also meine erste Überlegung wäre, sich nicht zu weit vorne aufzustellen, damit ich genug Zeit habe, den Rhino auszuschalten. So, Testudo. Ja, wird wehtun gegen die Artillerie. Very much schmerzhaft wird das. Ja. Na, dann mal ran an Speck. Ich hätte jetzt erwartet, dass dann Rhino erscheint, nicht, dass er eine Adler an die Front stellt. Aber das Headquarter bin ich los. Jetzt mal eine dumme Frage von mir. Was macht er jetzt, wenn ich dann Rhino hinstelle? Dann geht die Adler und zwei Crawler down, oder? Ist die Frage, ob das jetzt meine Testudo-Strategie ab absurdum führt in dieser Runde, wenn ich halt jetzt einen Rhino da hinstelle und das einfach. Hat er da 400 Punkte investiert? Ich muss unter 200 investieren. Also, je nachdem, wie man Upgrades sagt, wie viel die wert sind. Aber es würde halt das Ding jede Runde ausschalten, bis er einen Hacker holt. Und selbst im Hacker bin ich noch nicht mal sicher, ob das funktioniert. Jetzt kriege ich erstmal einen auf den Kopf. Ja, die Zone kann ich mir nicht leisten. Das ist das Problem, ne? Also ich kann mir das nicht leisten, die Konter so zu spielen, wie ich gerade genannt habe. Und ich müsste mir auch noch ein Schild holen, weil die kompakt stehen. Also fehlt einfach das Geld. Ich werde jetzt mehrere Runden die Initiative, wird hier zum Teufel gehen. Zum Teufel. Ich kann gucken, dass ich die vielleicht zurückgewinne dadurch, dass ich eine Runde mich hier vorne drum kümmere. Wahrscheinlich sind die bis dahin aber alle tot. Er muss schon wieder in die Weite gehen. Ich habe da gar keine Chance. Ich kann jetzt auch nicht einfach einen da hinstellen, der sich darum kümmert. Weil ich will ja gleich den Rhino da hinstellen. Ja, ist alles scheiße. Ja, dann bringt es auch nicht mehr Truppen zu kaufen. Eigentlich hätte ich den auch schon nicht kaufen sollen, das war ein Fehler. Die Runde ist einfach vorbei. Dann lasse ich ihn auch nur umsonst das töten, dann kriegt er keine XP. Und den hätte ich auch nicht kaufen müssen. Und nächste Runde kann ich einen Rhino mit der Explosion holen. Der war auch so nett und hat den aufgelevelt, damit ich mehr Value vernichte. Okay. Also die normalen Konter wären jetzt, ne, nicht nur den Rhino machen. Ich hätte einfach da vorne auch ganz viele Crawler hinstellen können. Das hätte auch, ich glaube, auch in einer Artillerie hintersteht. Weil er bis dahin tot ist, bis die wirklich sinnvoll schießt. Links hätte ich auch eine Crawler hinstellen können und da gibt es so viel, was wir hätten machen können. Also der Testudo, ich glaube, man muss einfach mal die Bedingungen anerkennen hier vorne.
Der Testudo hat mich wieder ganz massiv die Initiative gekostet. Noch schlimmer als eben, meine Runde, wo der einfach eine Adlerin in die Front stellt. Kann jede Runde natürlich einen Crawler suiciden links, rechts, ne? Bis die dann nach vorne gelaufen sind und die Adler schießen dann auf den. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht die Lösung, auf die wir wollen. Mustang ist natürlich auch ein netter Setup. Aber wir machen da jetzt eine Sprengladung rein. So, ich habe jetzt zwei Sachen. Wenn ich das so mache, funktioniert das nicht. Und wenn er das dann ein Hacker hat, hackt er den halt sofort. Wenn ich da vorne jetzt noch einen Crawler gleich hinstelle, dann funktioniert das besser. So kriegt er halt jetzt seine Salve ab, ne, so dass er nicht aufs Headquarter schießt. Die Frage ist halt, ob der nah genug dann ranläuft. Also schießt er jetzt noch die Salve ab, wenn ich so stehe. Und kommt der Nagel noch in die Artillerie ran, dass sie den nicht blocken? Ich denke ja. Mit der Salve bin ich nicht 100% sicher. Hoffentlich gibt er jetzt nochmal hier massiv Geld aus. Das wäre natürlich ein absolutes Träumchen. So, links, wenn ich da reinlaufe, so wie die stehen, kann ich links, glaube ich, auch eine Selbstzerstörung machen. Lohnt sich vielleicht nicht ganz so. Und die Mitte ist halt wieder totale Kokolores. Och nö, ist das eine Scheiße hier, ey. Jetzt kann ich auch nichts sinnvoll kaufen, diese Runde, sondern einfach mal warten, was passiert. Leider kein Level 2 gemacht. Ja, ich war doch nicht nah genug ran. War zu nah ran. Ich hätte einen weiter wegstehen müssen, damit eine Salve auf ihn geht. Aber ich kann das mit dem Schild machen, weil er nur eine Salve geht, wird das dann nicht vernichtet. Das sind Erfahrungswerte. Jetzt geht er auf die nächste Geschichte hier. An den neuen Schuss. Keine Schilde. Dann wir wiederbeleben, eine sehr schwache Strategie. Ja, aber ich habe ja gar keinen Schnitt. Alles noch diesem Testudo geschuldet, denke ich mal ganz stark. Eine Initiative ist damit wirklich überhaupt nicht zu erreichen. Da muss der schon random in die Mitte gesetzt haben. Naja. Schilde. Jetzt können wir zumindest mal das Ding schilden. Den geben wir auch ein Schild, damit mal irgendwann eine Armee ist. Und die levelt halt überall und alles auf, wenn ich noch gar keinen einzigen Level habe. Dies wird nicht angenehmer. So, der wird jetzt jede Runde ausgelöscht. Das lohnt sich also eigentlich auch nicht da oben. Und jetzt kommen halt links und rechts wahrscheinlich die Flanken. Also ich komme gar nicht dazu, in der Mitte irgendwas zu machen. Gar nichts. Ist eigentlich völlig ausgeschlossen, dass das jemals was wird. Ich brauche jetzt auf jeden Fall Marksmänner, um die aus der Luft zu pflücken. Und muss gleich immer noch mal nach dem Spiel links ausgeben. Die Luftabwehr für Dinger, weil ich hier jetzt Arclights bei dem Setup öfter benutze wohl. Ich würde davon ausgehen, dass ich da unten einen erwarten kann. So. Naja, ansonsten, wie gesagt, mal gucken. Wenn da noch irgendwas kommt. Nur zur Doppelsicherheit. Ich habe halt kein Leben mehr. Ich kann keine Runde mehr abgeben. Jetzt die Crawler vermehrt. Gut, hier links, das lohnt sich nicht, wie ich gerade sehe. Die einfach alle getötet. Zu viele Phönix, aber rechts, den kriegt er nicht schnell genug tot. Und die werden jetzt alle weggesniped. Also was wir hier bräuchten, wären Modelltanks, ganz offensichtlich, in Massen. Und Headquarter wieder weg. Ich habe nur einen der beiden leider bekommen mit dem Marksman. Und damit ist die Runde vorbei wahrscheinlich, ne? Ja, der hat zu viel am Boden. Verloren in Runde 4. Ich glaube, in den irgendwie gefühlt schon fast 1000 Stunden, die ich hier drin habe, habe ich noch nie in Runde 4 verloren. Also der Testudo, ne? Die Gesamtarmee ist sinnbefreit gewesen. So ist es das. Ich meine, ich habe auch noch nie einen gesehen, der in Runde 1 die Adler an die Front stellt. Das habe ich noch nie erlebt, weil man sieht ja, worum das ein Nachteil ist normalerweise. Ne? Es kann auch sein, dass meine eigene Armee an der Front steht, dass ich einen Crawler hinstelle. Der ist normalerweise den Rest des Spieles aus in der normalen Runde. Also nicht nur, wenn man so spät wie ich jetzt den holt, sondern das kann man ja auch mit Crawler und anderen Sachen machen. Oder mit einer eigenen Adler oder irgendwas. Ne? Also das Ding oder Sledgehammer ist ja sofort ausgelöscht. Von da hat er ja jetzt auch sehr hart getrollt, würde ich sagen. Aber gegen die Sachen hat er halt blind das Richtige damit gespielt, absolut, keine Frage. Ja. Also sie gefällt mir immer weniger. Was könnte er dagegen machen, dass er die Initiative sofort abgibt in so einem Spiel?
Ich glaube gar nichts. Der Testudo ist einfach. Also es gibt einen Grund, warum den keiner spielt. Und Initiative ist einer der wichtigsten Faktoren für einen Elos, finde ich persönlich. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie funktioniert. Auch wenn jetzt ein paar Runden sehr gut damit liefen. Man kann den ja vielleicht überlegen, anders zu bauen. Also vielleicht muss man den nicht in der Öffnung bauen, sondern man baut den später nach, sozusagen. Also es gibt diesen Doppeltestudo, wenn ihr ihn so nennen wollt. Links und rechts aufbauen, das ist sehr populär. Und vielleicht ist das auch die bessere Antwort. Vielleicht baut man erstmal gleichmäßig auf, damit die Flanken gesichert sind. Und dann baut man in der Mitte einen großen Knubbel auf, weil man ja auch Einheiten, die Schilde haben, später erst bekommt man in der Regel. Ne? Also ich sollte ich das versuchen, links, rechts aufbauen und dann die Mitte ein starkes Center aufbauen. Und dann hoffen, dass nicht der Javelin kommt, sonst ist man direkt tot. Aber vielleicht ist das die bessere Idee, einfach die Reihenfolge zu ändern. Bis jetzt habe ich Mitte aufgebaut und musste dann immer Flanken machen. Und jetzt baue ich Flanken auf und mache dann die Mitte. Das versuchen wir in der nächsten Reihe. So, ich bin weg für heute. Ciao, ciao.